Der Kniefall von Willy Brandt damals in Warschau hat für die deutsch-polnischen Beziehungen eine enorme Wirkung entfaltet. Vielleicht nicht in den ersten Tagen danach, denn die Machthaber versuchten alles, um diese großartige Geste vor ihrem Volk geheim zu halten. Das konnten sie zwar nicht, es sprach sich rum, in der einen oder anderen kleineren Zeitung war es am Ende auch zu sehen, aber auf lange Sicht sickerte die Nachricht in Polen durch, dass da ein deutscher Bundeskanzler ist, der für die Opfer niedergekniet ist, obwohl er selber ein Verfolgter des Faschismus war. Die Geste, aber natürlich nicht nur diese Geste, sondern die Ostpolitik, die Entspannungspolitik von Willy Brandt hat eine große Wirkung entfaltet und hat Wegweisendes auch für die deutsch-polnischen Beziehungen geleistet. Auch wenn man dabei nicht vergessen darf, dass die Tatsache, dass Willy Brandt 1985 die Chance verstreichen ließ, sich mit Lech Wałęsa zu treffen, viele Polen enttäuscht hat. Aber unter dem Summenstrich gibt es in Polen heute kaum jemanden, der daran zweifelt, dass Willy Brandt ein großer Europäer und ein Wegbereiter des Friedens war.